So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und wir haben heute eine kleine Besonderheit, beziehungsweise das ganze Wochenende, nämlich Power-Leveling-Wochenende. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze ablaufen wird, aber wir werden es gleich sehen, wenn wir, denke ich mal, ins Spiel reingehen. Anscheinend kriegen wir mehr EP. Ist natürlich auch nicht schlecht, weil das reizt die Spieler natürlich noch mehr an, wieder Fortnite zu spielen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, mir persönlich gefällt das Spiel auf einmal deutlich besser als vorher. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel zurzeit findet. Ist es immer noch so verschwitzt wie früher? Oder sagt ihr, nö, jetzt macht es eigentlich schon mehr Spaß? Auch weil die Bots natürlich dazwischen sind immer kleine Erfolgserlebnisse. Brauchen wir nicht drüber reden. So, dann kurz in eigener Sache. Wir sind jetzt bei 537 Abonnenten. Gruß geht da schon mal auf jeden Fall an alle Neuen raus. Und ihr seht, die Zahl ist noch nicht da. Wir werden sie aber jetzt einfügen. Nämlich die viertletzte Zahl ist die Nummer 5. Das heißt jetzt, es fehlen nur noch drei Zahlen. Heißt, es sind 999 Möglichkeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich so, wie ich sie die ganze Zeit mache? Das würde bedeuten, bei 540 Abonnenten kommt die drittletzte Zahl hinzu, dann wären es nur noch 99 Möglichkeiten. Aber da muss ich euch wirklich sagen, es hat da nie länger als 10 Minuten gedauert und der Code war geknackt. Geht nicht darum, dass ich das euch nicht gönne, aber es gibt natürlich welche, die gucken dauernd danach. Was auch ihr gutes Recht ist, um Gottes Willen. Deshalb würde ich jetzt sagen, dass die letzten Zahlen offen bleiben. Und wenn ihr den Code geknackt habt, schreibt ihr mir bitte einfach in die Kommentare, dass ihr den Code geknackt habt. Also es werden jetzt erstmal keine Zahlen mehr dabei kommen. Wir bleiben bei drei offenen Zahlen. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, die letzten zwei Zahlen. Aber das hat wirklich ungelogen. Eine Viertelstunde später hatte ich in den Kommentaren stehen, Code geknackt. Oder ich war im Livestream, da wurde es erreicht, Code wurde geknackt. Also ein bisschen schwieriger, so dass alle das gleiche Recht haben. Klar, es sind 999 Möglichkeiten, aber ihr bekommt schließlich dafür 10 Euro. Ein bisschen was müsst ihr ja auch machen. So. Also, wenn du wissen willst, wie das mit dem Code dann genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genau das mit dem Code erkläre. So, wir gehen jetzt direkt rein ins Spiel. So, hier kann ich mal noch nichts erkennen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Shop an. Dafür sind wir hier. Und wir haben einen neuen Skin. Nämlich Kuschelhorror. Gucken wir direkt mal rein. Ist halt, ja. Also ganz ehrlich, es sieht halt aus wie der andere Skin. Nur halt das Pflaster drauf und in Schwarz. Ein bisschen demoliert. Aber so an sich, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, da wäre ein bisschen mehr möglich gewesen, was den Skin betrifft. Da wäre echt mehr drin gewesen. Aber er kostet auch keine 2000 V-Bucks, sondern in Anführungszeichen nur 1200. Von daher geht das eigentlich schon klar. So, dann haben wir noch die Spitzhacke Kuschelkralle. Ja, die hätten sie eigentlich auch schwarz machen müssen. Weil in meinen Augen ist da zu viel Rosa dran. Ne, da hätten sie echt ein bisschen dunkler machen müssen. Und vielleicht nur das Herz machen als und den Punkt, aber hier oben drauf die Zacken, die hätten sie eigentlich dunkel machen müssen, weil der ist schon zu hell im Gegensatz zum Skin. So, dann haben wir einen Gleiter, den Farbenflieger. Oh Gott, der ist ja auch schon 100 Jahre alt, meine ich. Oder verwechsel ich das gerade? Warte, ich versuche gerade zu erkennen. Da, ich glaube, der ist auch schon älter. Dann haben wir noch den Strandbomber mit dem passenden Skateboard auf dem Rücken. Der Skin an sich ist echt nice. Also ist halt so richtig Sommer, auch wenn gerade der Winter vor der Tür steht. Aber sieht ganz nice aus, finde ich. Dann dazu der passende Skin für die Waffen. Geht eigentlich auch klar, sieht nicht schlecht aus. Das war der Kleiter. Dann haben wir den Grenzläufer. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ja, war bestimmt die Zeit, wo ich kein Fortnite gespielt habe. Halt so ein
Western Skin. Ach, den gibt es noch in verschiedenen Stilen. Also einmal mit Hut und einmal ohne. Ja, man kennt ihn. Ah, ist halt Ben. Was soll man dazu sagen? So, dann haben wir noch den Dunkelsplitter. Oha. Der Ton ist mal ganz anders. Ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir noch die Astro-Assassinen. Auch wieder im Shop. Den ich halt nie spielen würde, weil der einfach viel zu auffällig ist. Deshalb spiele ich auf meinem PlayStation-Skin nicht, wo es den beim Controller. Warte, ich zeig mal gerade. Der. Obwohl der geht eigentlich noch, weil der dunkler ist. Aber den hier finde ich halt einfach zu hell. Du fällst halt mega auf. Das dürft ihr halt auch nie vergessen. Das hatte ich auch im Livestream erwähnt. Holt euch nie Skins, die zu hell sind. Auch wenn sie schön und gut sind, aber ihr fallt damit auf wie noch was. Dann lieber hier so ein Skin. Der fällt nicht so auf. Die Abtrünnige. So, dann haben wir. Oh, noch ein neuer Emote. Oh ja. Oh ja. Dann haben wir wahre Liebe. Oh, wie schön. Dann haben wir auch noch eine neue Lackierung. Was sind jetzt, ey, die Themen passen irgendwie heute nicht so ganz zusammen. Wir haben einerseits Halloween und dann so ein bisschen Liebe. Irgendwie. Aber die Tarnung, ja, die finde ich wieder geht so. Ich mag ja diese Reaktivtarnungen nicht so, also die beweglichen, die animierten. Aber die hier geht eigentlich, weil sich vorne nicht viel verändert. So, dann haben wir noch blaues Camo. 0815, aber sowas sieht eigentlich recht nice aus. Das war's dann schon im Shop. Hier hinten haben wir leider noch nichts Neues. Nein. Ja, und wie gesagt, lasst trotzdem gerne ein Abo da. Ihr werdet die Aufgaben alle immer noch von mir bekommen. Nur mit dem Code müsst ihr euch halt jetzt ein bisschen mehr anstrengen als sonst. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein, gebt wie immer nicht so viel Geld aus und bis eventuell gleich schon zum Livestream. In dem Sinne, haut rein.